Um es als Hürdenläuferin an die Spitze zu schaffen, denke ich, dass man sicher eiserne Disziplin braucht, ein gutes Team, aber auch sehr viel Vertrauen. Aus meiner Sicht gehören zu meinen drei größten Stärken Leidenschaft, definitiv viel Ehrgeiz, aber auch Positivität. Im OIM kann man sich sportlich, aber auch persönlich sehr gut weiterentwickeln, weil man auf verschiedene Sportarten trifft und auch von den besten Kompetenzen profitieren kann. Es ist eine große Ehre, Teil dieses Teams zu sein und es eines Tages dann hoffentlich auch an die Weltspitze zu schaffen. Ich freue mich immer sehr, wenn mein Bruder Zafir im OIM vorbeischaut. Meine Familie bedeutet für mich alles, weil sie mir einfach Kraft und Mut geben und immer für mich da sind. Mein Trainer Flavio ist mir sehr wichtig, weil er mir zum einen Sicherheit gibt, aber natürlich auch hilft, meine Grenzen zu überwinden. Die Trainingsbedingungen für mich im OIM sind wirklich optimal, weil die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Flavio hat sicherlich ein sehr gutes Gespür für uns Athleten, ist aber auch sehr zielstrebig und fokussiert. Blackroll ist mein persönlicher Partner und die Produkte nutze ich am liebsten für die Aktivierung, aber auch für die Regeneration. Das Coole an den Blackroll-Produkten ist, dass sie so vielseitig einsetzbar sind und dass ich einfach erholt in jedes Training kommen kann. Am liebsten benutze ich die Blackroll Standard und den Ball 12. Mein absoluter Höhepunkt diesen Sommer war sicherlich in Tokio dabei gewesen zu sein. Und ich bin extrem motiviert, mich dann in 3 Jahren für Paris zu qualifizieren, weil dort war ich noch nie.